Dort leben auch große Geier. Und diese Geier sind Aasfresser. Deswegen, schauen Sie mal, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Wir haben so ein Kadaver mit an Bord geschleppt. Das hat gestunken, die ganze Rückreise. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Und da haben wir unser Aas. Und jetzt wird unser Gänsegeier kommen. Ein Gänsegeier, wie gesagt, ich wiederhole es, geht auf Aas. Der geht auf altes, abgehangenes Fleisch. Bleiben Sie bitte so ein bisschen was in Bewegung in dem einen oder anderen Fall jetzt, ja? Okay? Dann kann doch nichts schießen. Möchte sich noch mal hinsetzen? Nein, ich glaube, es ist alles gut. Prima, du bist noch zu jung, alles gut. So, Günni, ein typisch afrikanischer Name, kommt jetzt vom Kilimanjaro runter. Und ich hoffe, dass er heute ohne Umwege auf den Kadaver zugeflogen kommt. Da haben wir Günni schon längst an Bord. Er kommt. Und dann wollen wir mal auf Günni achten. Er geht jetzt in die Thermik. So muss das sein. Zieht natürlich noch so ein paar Runden. Jetzt versucht er, den Kadaver zu orientieren. Und jetzt zieht sie, glaube ich, auch in die Nasenlöcher rein. Ich glaube, er weiß, wo er hin muss. Er dreht nochmal eine Ehrenrunde. Jetzt hat er den Kadaver vor Augen. Und jetzt geht er auf Position Achtung. Zum Kadaver runter. Aber was sehe ich da? Er hat natürlich die Richtung geändert. Fährt das falsch, er sucht einen anderen Kadaver. Jawohl. Ja, und da hat so manch einer Pipi in den Augen gekriegt, ne? Ja. Können Sie mal sehen, wie alt Sie schon aussehen. Mein lieber Mann. Ja. Ah. So, wir werden noch weiter hier. Denn wir haben hier an unserem Kadaverplatz natürlich noch weitere Geier dazu bekommen. Zu unserem Günni gesehen sich jetzt noch Kutte und Glatze. Und das ist eine typische Szene, wie sie sich immer wieder in Afrika abspielt. Wenn Geier sich um das größte Stück kloppen und prügeln und jeder will natürlich am sattesten werden. Übrigens, wenn sie sich da schon mal ein bisschen fetzen, wie jetzt, wenn sie sehen, da fliegen schon mal die Federn. Aber die Tiere mit dem Gefieder, mit dem sehr zähen Hautlappen, die sie am Hals haben, kriegen sie höchst super kleine Kratzer, aber großen Schaden können sie in der Regel nicht nehmen. Dafür sind sie von der Natur aus entsprechend gewappnet. Ja, Kadaverplatz nochmal dazu zu sprechen, zu kommen, auch Thema. Denn es ist leider so, dass 70-80% aller Geierarten extrem vom Aussterben bedroht sind. Da ist wieder einmal der Mensch nicht ganz unschuldig dran. Denn zum Beispiel ist in Afrika Folgendes, dass die Wilderer, die zum Beispiel auf das Elfenbein der Nashörner oder beziehungsweise Elefanten aus sind, die können eins nicht gebrauchen, steigende Geiermühlen. Denn ein steigender Geier wird den Wildhüter natürlich auf die Fährte des Wilderers führen. Und deswegen wird im großen Stil dann so ein Kadaver mit Gift überstreut. Die Geier kommen, hauen sich die Plauze voll und verenden auf der Ort und Stelle. Natürlich eine traurige Geschichte. In einem ganz extremen Fall, da hat man bis zu 500 tote Geier rund um einen Elefanten gefunden, der da halt am Verwesen war. Ja, wir Menschen halt wieder einmal, wer sonst? Und deswegen haben wir bei uns die Stiftung im Vogelpark, die Weltvogelpark-Stiftung, wo es dann auch geht, diesen schönen Tieren noch eine Chance zu geben. Wenn Sie interessiert für die Arbeit, schauen Sie bitte nachher mal vom Spendenpavillon dort und dann erkundigen Sie mal um diese Arbeit, die wir auch dank Ihrer Hilfe natürlich erreichen können und auch den Burschen eine zweite Chance. Stellen Sie mal vor, die Geier, die verschwinden vom Planeten, gerade in den Ländern, wo man sie braucht, da steht eine Seuche nach der nächsten und dann wird es noch schlimmer, als es ohnehin schon ist. So, tschüss Günni, Kutte, Glatze, unsere Afrikaner.